Frau Klemm, welche Motivation steckt hinter Ihrer Arbeit, Goethes Spuren zu verfolgen? Beziehungsweise was sagen Ihnen seine Zeichnungen? Also bin gefragt worden von der Altana Stiftung, von dem Direktor, von Herrn Janssen, ob ich Lust hätte, vielleicht die Plätze nochmal aufzusuchen, die Goethe gezeichnet hat, Landschaften und Städte. Und das hat mich natürlich gereizt, aber es hat mich sehr interessiert, die Arbeiten zu sehen, bevor ich zugesagt habe, ob ich das mache oder nicht. Und als ich dann hier im Museum war und in das Archiv durfte und angucken durfte, die Originale sehen konnte, war ich begeistert und habe gesagt, ja, mache ich sehr gerne, weil die Dinge mir sehr nahe gegangen sind, diese wunderbaren Entwürfe von den Bäumen und von den Wolken, die ich gesehen habe. Und dann war die kleine Sichel vom Mond. Und da habe ich mich erinnert, dass ich im Archiv schon eine Sichel, die ich mal in der Normandie aufgenommen habe, vom Mond am Meer, ganz dunkel im Himmel, dachte ich, also das habe ich schon mal sozusagen im Petto. Und die anderen Zeichnungen waren so schön und ja, interessant, um die Plätze nochmal aufzusuchen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das gerne. Nun sind Sie gerade durch Porträts und politische Momentaufnahmen im fotografischen Gedächtnis von Deutschland. Was interessiert Sie eigentlich an Landschaftsaufnahmen? Ich glaube, wenn man etwas älter wird und hat man nicht mehr auch so die Lust, so sehr sich hinter den Dingen herzurennen, was ich natürlich als journalistische Fotografin machen musste und was mir auch großen Spaß gemacht hat. Und dann kommt man so mehr zu den Landschaften. Und das fand ich dadurch, dass die Landschaften sich nicht bewegen, sondern ich muss mich zwar dahin bewegen, aber das kann ich doch so das Tempo machen, wie ich möchte. Und dann beobachtet man eben, wie das Licht fällt und setzt sich mit den Landschaften auseinander. Und das ist etwas, was mich sehr erfreut und was ich glaube ich schon. Ihre Bilder sind eher schwarz-weiß und eher in einem oder in einem kleineren Format gehalten. Was führt Sie zu dieser Ausdrucksweise? Das Schwarz-Weiße fand ich für mich immer das stärkere Mittel, um etwas in den Fotografien zu zeigen, was natürlich im Journalismus konzentriert sich dann viel leichter auf den Inhalt, wenn man ein Schwarz-Weiß-Bild sieht, als bei Farbe. Die Farbe lenkt sehr oft ab. Nun kann man sagen, bei der Landschaft, die sind ja immer, hat einen blauen Himmel oder die Sonne scheint und die Blumen und so. Aber ich glaube, dass die Tonwerte in den vielen Schwarz und Grau und Weiß so unterschiedlich sind. Es ist eigentlich Farbe genug. Und auch da kommt einfach die Form dann mehr raus. Sie müssen eben eine gute Komposition bekommen. Ja, dieses Auge muss man haben, dass man sieht, dass die Kompositionen stimmen. Und dann ist das im Schwarz-Weißen also eine sehr starke oder sehr stark im Ausdruck. Die Größe finde ich nun gar nicht klein. Es gibt zwar jetzt viele meiner Kollegen machen sehr große Bilder und glauben, mit der Größe kann man mehr beeindrucken. Ich habe mal eine Ausstellung gehabt mit einem Fotografen, da waren die Bilder nur 18-24 groß und meine sind 30-40. Ich habe gedacht, warum mache ich denn so große? Also das ist alles sehr relativ und ich glaube, der Betrachter kann wunderbar in den Bildern spazieren gehen, wenn man sie sich anguckt und wenn es eben nicht so aufgeblasen ist. Haben Sie während Ihrer Reise auf den Spuren von Goethe einen Lieblingsort oder einen Lieblingsplatz für sich entdecken können? Das waren sehr viele Plätze, mein Mann war mit mir gefahren. Und wir haben große Freude gehabt, also auf den Ochsenkopf zu laufen und dann zu sehen, dass die Steine da noch liegen, wie zu Goethes Zeiten. Andere Dinge waren ganz anders, haben sich verändert. Dann habe ich gedacht, ich muss ein schönes Bild machen mit der Cestius-Pyramide in Rom, wo der Mond drüber steht, was der Goethe ganz wunderbar gezeichnet hat. Aber dann kam ich hin und die Pyramide war eingerüstet gewesen, aber ich habe trotzdem in der Nacht versucht, mein Bild trotzdem zu machen. Es ist ganz malerisch eigentlich jetzt geworden. Habe auch ein bisschen den Mond drauf bekommen. Also so ein richtig, nein, ich würde sagen, es waren so viele Sachen, die mich sehr berührt haben. Und ganz besonders war eigentlich für mich der Goethe mir nochmal so nahe gekommen.
mit der Vorstellung, wie er damals in dieser Zeit gereist ist, mit der Postkutsche oder zu Fuß. Und das enorme Entfernungen, die schon mit dem Auto zum Teil mühsam waren. Und das dann zu dieser Zeit. Und was er alles gesehen hat und wie akribisch er diese Dinge festgehalten hat, das hat mich sehr beeindruckt. Und das war eigentlich so für mich das, was mich am meisten berührt hat oder beschäftigt hat, dass mir der Goethe noch mal so nahe gekommen ist bei der Arbeit. Wem würden Sie außer Goethe noch auf so eine lange fotografische Reise folgen? Oh, ich glaube, dass das da kein Angebot mehr kommt. Es kommt immer mal irgendwas anderes, was ich vielleicht machen kann. Aber es gab ja etliche Zeichner, Maler, die über die Alpen gewandert sind nach Rom, um zu zeichnen, um ihrer Leidenschaft zu frönen und die Welt zu erleben und neue Dinge zu sehen, in den Süden zu reisen, was wir ja heute auch immer noch gerne tun.